Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Wir sind hier bei der Polizei, haben uns... Ja, nicht Polizei. Wir sind im Polizeirevier bei unseren neuen Blechfreunden, den Paladin. Willkommen zurück. Ich hätte Dance. Noch. Ja, das ist wieder noch eine Aufgabe für mich, ich weiß. Leider haben wir dafür gerade keine Zeit. Wir müssen... Wo ging's in den Keller? Ging es hier in den Keller? Nein. Keller? Ging's zu den Zellen? Verdammt, wo ging's in den Keller? Denn im Keller ist, jetzt hoch, ein Reparatur, Rüstungsreparatur-Ding. Da geht's runter. Da wir ja die letzte Aufgabe für hier die Jungs erledigt haben, ist unsere Rüstung ein wenig defekt gegangen. Die wollen wir jetzt schnell reparieren. Und jetzt überlegen, wo Norbert denn hier die Tür aufgelassen? Das ist ja nicht schön. Das zieht doch. Also fühlen wir uns unsicher. Wir stellen unsere Rüstung hier ab. Und steigen aus. Da, Rosting, Stahl. Okay. Ich kann hier gar nichts reparieren. Okay, wie gehen wir raus? Was? Gib mir. Aufgepasst. Schrott. Ja, Sir. Nun denn. Kurz was. Waffen. Kleidung. Schrott. Alles nehmen. Jawohl. Jetzt. Hoffe ich, haben wir genug. Schrott, um das zu reparieren. Ja, reparieren. 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 Und damit haben wir alles repariert. Können wir auch schon jetzt hier Modell B machen? Schaltkreise. Ja gut, wir können jetzt hier nicht weiter bauen. Kurz was, komm her. Komm her! Aufgepasst. Ich höre aufmerksam zu. Ja, reden wir. Hallo. Na klar. Waffen. Nein. Kleidung. Nein. Hilfsmittel. Nein. Wie wäre es? Nein. Schrott. Du nimmst mal den ganzen Schrott, den wir... Ja, alles. Alles Schrott geben wir unserem fliegenden kleinen Roboterfreund, damit wir hier mal vorwärts kommen. Vorgießgeld, ja. Ich glaube, wir sind immer noch viel zu schwer. Die kann er nehmen. Brauchen wir nicht. Benutzen wir eh nicht. Auch nicht. So, das sollte reichen. Wir steigen wieder in unseren Roboteranzug. Wir können uns natürlich jetzt den nächsten Auftrag holen bei unserem Paladin-Freund, aber ich glaube, wir müssen mal zurück, weil wir haben... Wir gehen mal... Hier auf den Daten. Warum regnet das hier drin eigentlich? Der Bruderschaft. Wassermarsch, Raiderprobleme. Ja, sonstiges. Gut. Das auch nicht. Ja, ich glaube, wir machen das jetzt als nächstes, damit das mal da hier raus ist aus der Dingens. Wir sollen hier oben wieder zu unseren Freunden. Die Frage, gehen wir jetzt noch schnell zurück in unser Hauptquartier und tun mal unseren Schrott loswerden.
Ich glaube, das machen wir. Ja. Das ist die Pistole, die wir jetzt hier den Zombie-Killer, aber so mega finde ich den jetzt auch nicht. Weiß ja nicht, sieht auch ein bisschen schrabbelig aus. Gibt's Schöneres. Ja, dann reisen wir zurück in unsere Stadt. Guck mal, wir wollten ja immer gucken, ob da jetzt, da wir ja letztes Mal, oder das vorletzte Mal, ein Bettchen mehr gebaut haben. Ob wir mittlerweile mehr Leute da haben. Ja, mit uns den Anzug. Du stehst da ein bisschen trostlos durch die Gegend. Nee, Essen 6, Wasser 6, Energie 0, Schutz 10, Betten 6, Leute 5. Dann kurz was, wir müssen uns unterhalten. Und zwar ja. Ich habe jetzt alles genommen und hier ist die Waffenwerkstatt. Die ist hier, wo machen wir das denn? Machen wir erstmal hier kurz. Ich bin nicht die einzige. Transfer. Inventar. Meine Waffen. Wir brauchen. Lagern. Du lässt mir den ganzen Schrott weg. Die brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Pistole. Haben wir ja eigentlich das Ding. Brauchen wir nicht. Mine brauchen wir nicht. Machete brauchen wir nicht. Maschinenpistole nicht. Behalten wir mal. Die auch. Minen brauchen wir erstmal nicht. Behalten wir mal ein Herzchen dran. Aber davon brauchen wir auch keine drei. Da reicht uns eine. Da haben wir die doppelläufige Schrotflinte. Die brauchen wir nicht. Jagdgewehr brauchen wir auch nicht. Das können wir behalten. Weg. Das Scharfschützengewehr, das kommt weg. Schlagstock. Gut. Eine militäre Uniform. Was tragen wir denn jetzt eigentlich? Da gucken wir dann gleich nochmal rein. Hilfsmittel. Weg. Ich weiß halt nicht, was das ganze Zeugs ist. Wir halten es mal diverses, das wiegt ja alles nichts. Fusionskern, Fusionszellen. Gleisbolzen. Das wiegt aber auch alles nichts. Inventar. Person, die jemanden verloren hat. Ich. Ich vermisse ihn nur so sehr. Ja, wollte ich woanders aus. Keine Zeit für persönliche Schicksale. Inventar, Kleidung. Lederkombi haben wir jetzt an. T-Uniform. Achso, wir können das nicht anziehen. Nee, ich glaube, das mache ich dann. Machen wir ein anderes Mal. Mit den Klamotten. Dann tun wir das weg. Weg, weg. Das, das. Nein! Und gehen jetzt nochmal hier kurz rein. Und schauen, ob wir unseren Anzug nochmal verbessern. Und guck nämlich hier rein. Da haben wir das Modell A, Modell B. Das machen wir. B, B, B. Und der Torso. Nehmen wir auch das Modell B. Sehr schön. Extras.
gibt's nichts. Gucken wir bei den Beinen, können wir da Extras? Nee. Und bei der Mütze? Extras? Auch nicht. Helmlampe. Aber hier könnte man doch eigentlich, oder? Okay, dann nicht. Sir, haben Sie eine? Jetzt gehen wir nochmal kurz hier zum Waffenmeisterschrank. Gucken, was wir hier machen können. Läuft zu Schaden. Was können wir denn machen? Standardkondensator. Hier können wir nichts tun. Da haben wir schon den verlängerten Lauf. Da kommt nichts zu. Da auch nicht. Dann das verbesserte Visier. Machen wir das doch mal. Verbindungsdämpfer können wir nichts machen. Das ist ja Impro. Das ist das. Institutpistole. Da geht nichts. Wir müssen mal gucken, ob wir mit dem Laden Dings Schrauben kaufen können. Hier haben wir schon den, das Beste, was wir uns leisten können. Da auch. Okay. Gut, dann können wir hier jetzt erstmal nichts tun. Schade. Dann steigen wir wieder in unseren Zug ein. Wir schauen kurz, wie viele Fusionskerne wir noch haben. Zwei oder anderthalb. Dann wechseln wir auf die Karte und reisen schnell. Oh, da waren wir noch gar nicht. Ich hab's verwechselt. Dachte, das wäre hier. Ne, dann machen wir was anderes. Was war denn Wassermarsch? Ist das irgendwo, wo wir schon mal waren? Ja, komm, wir reisen dorthin und laufen dann zu dem anderen Ziel, wo wir dann hinlaufen sollen. Da wir da noch nicht waren, merkwürdigerweise, obwohl es dazwischen liegt. Hätte ich gedacht, wir wären da schon gewesen. Da warten wir kurz den Ladebildschirm ab und dann geht's auch schon gleich weiter. Heute ist das aber, braucht das schon etwas länger als sonst, das Laden. Das wundert mich. Das wundert mich. Schauen wir uns die Pistole ein bisschen an. Mhm, das ist die schöne James Bond Pistole. Mit Schalldämpfer. Vielleicht finden wir die ja auch noch. Und schon sind wir da am Polizeirevier. Aber wir gehen da nicht hin. Wir wandern weiter. Ist das hier die... Gehen wir jetzt kurz aufs Inventar... Waffen... Schmiese Herrschaft... Das ist die. Und wir sollen ein bisschen grob in diese Richtung. Dann laufen wir mal. Und schauen mal, was wir so finden. Oder wer uns findet. Was? Ist das für jemand? Wir wollen noch dahin. Achso, wir wollen nicht zur Tür, wir wollen hier zu dem... Dahin. Gott, wirst du jetzt aber auch was sagen können. Ich hoffe, wir müssen jetzt
nicht allzu weit latschen. Wir könnten. Ich würde ja gerne oben lang laufen, aber ich habe jetzt keinen Plan, wie wir da hochkommen. Deswegen bleiben wir einfach hier unten. Und schauen uns das Ganze von hier unten an. Da oben, das sieht schon wieder aus. Das müssen wir da mal hinlaufen und gucken, aber. Wir haben keine Zeit für sowas. Wir müssen mal ein wenig vorwärts kommen. Auch wenn ich es sehr schade finde. Aber vielleicht finden wir noch die Gelegenheit, hier ein bisschen rumzustöbern. Da oben bewegt sich ja schon wieder was. Ich weiß nicht, ob es lieb ist oder böse in diesem Wintergarten. Sieht mir aus wie Cotsworths. Hallo, Roboter. Bring mir ein paar Mutterbeeren für die Aussaat. Dann landen Kronkorken in deiner Tasche. Also, ab mit dir. Aufseher Brown. Bereit, die Mutterbeeren abzugeben? Was bietest du mir denn dafür? 2 Kronkorken pro Stück. Ja, ich nehme die Kronkorken. Wunderbar. Hier bitte. 2 Kronkorken pro Stück. Freut mich. Ja, so schön hier, oder? Wo ist jetzt? Da ist der Typ mit dem. Ich guck mal kurz hier in den Kasten rein. Ah, gut, das darf ich nicht klauen. Willkommen im Grey Garden, Liebling. Dies ist die erste und einzige Hydrokultureinrichtung im Commonwealth, die ausschließlich von Robotern betrieben wird. Sehr innovativ. Ist keine Menschen? Keinen einzigen Menschen. Ganz richtig, Liebling. Wir sind vollkommen autark und benötigen keinen Menschen, der unsere Tätigkeiten überwacht. Du musst wissen, dass es hier 2 Arten von Robotern gibt. Die Arbeiterdrohnen übernehmen einfache Tätigkeiten und Wartungsaufgaben. Wir Aufseher, also ich selbst, Green und Brown, besitzen komplexe kognitive Prozessoren. Wir sind in der Lage, komplizierte Probleme zu analysieren und Entscheidungen zu treffen. Ein Beweis für die Genialität unseres Erbauers, Dr. Edward Gray. Supi. Was ist aus Dr. Gray geworden? Wie so viele andere ist er im Krieg umgekommen. Ein schrecklicher Verlust. Robotertechnik und künstliche Intelligenz waren die große Leidenschaft unseres Erbauers. Nur seine Liebe zum Fernsehen war ähnlich groß. Vielleicht ist dir bereits aufgefallen, dass ich eine recht einzigartige Persönlichkeit besitze. So wie auch die anderen Aufseher. Wieso hat Dr. Gray euch diese Persönlichkeiten verpasst? Ein Genie ist ruhelos. Es kann Stillstand nicht ertragen. Dr. Gray hatte genug von der Standardpersönlichkeit des Mr. Handy. Er hat sich von seinen Lieblingscharakteren aus dem Fernsehen inspirieren lassen. Und wir sind das Ergebnis. Es gibt noch ein paar weitere Dinge, die du wissen solltest. Sprich mit Green, wenn du Vorräte brauchst. Wenn du Kronkorken benötigst, hat Brown eventuell ein paar Jobs für dich. Ah, da wäre noch eine Sache. Eigentlich eine Frage. Sag mal, was hältst du eigentlich von dem Wasser in der Gegend? Ich bin bei den Minutemen. Kann ich dir irgendwie helfen? Aber ja, darauf wollte ich hinaus. Das Wasser. Es ist einfach schrecklich. Geringer Druck, hohe Strahlung. Eigentlich ist es giftig. Stell dir vor, was es mit meiner Haut macht. Das funktioniert nicht. Wenn ihr Minutemen uns helfen könntet, wäre ich euch äußerst dankbar. Na klar doch. Also, was soll ich tun? Unser Wasser kommt hauptsächlich aus der alten Western-Anlage südlich von hier. Ein echter Schandfleck. Sei so lieb und schau da mal vorbei. Finde raus, was du tun kannst. Vielleicht ein bisschen aufräumen? Ist bestimmt schmutzig. Wenn du es zum Laufen bringst, lasse ich mir auf jeden Fall was Schönes einfallen. Ui. Ist das etwa ein unmoralisches Angebot?
Wir schauen auf die Karte. Wir sind dort und sollen nach dort. Untersuche die Wasseraufbereitungsanlage. Na dann. Was war das hier nochmal? Ja dann. Würde ich sagen. Was ist denn, wenn ich klauen? Aber wir dürfen Wasser trinken, oder? Das brauchen wir eigentlich nicht. Dürfen wir das hier klauen? Wir machen es einfach lieber nicht. Was liegt hier noch so rum? Verlassene Häuser. Da werfen wir auch nochmal einen kurzen Blick hinein. So viel Zeit muss sein. Oh, so viel Schrott und Sachen. Das habe ich gesehen und wollte es mitnehmen. Das können wir nicht liegen lassen. Den Klebeband brauchen wir immer mal. Okay, wieso lädt er jetzt? Ich dachte, das wäre nur ein Häuschen. Unter die Messe ist gegangen, Sir. Ich muss das Zeug tragen später, wenn ich zu viel eingesammelt habe. Aber noch ist das hier nur Plunder. Nutzlos. Okay, wir gehen hoch. Rechts, links, frei. Zigaretten. Kann man bestimmt verkaufen. Ach. Verdammt. Das wollte ich nicht. Jetzt sind wir wieder draußen. Aber oben. Schauen wir doch mal hier. Nee, gut, das Bad könnte auch mal saniert werden. Dann gehen wir doch nochmal hier rein und schauen. Da ging nämlich noch eine Treppe nach unten in den Keller. Da werfen wir doch nochmal einen Blick rein, bevor wir uns wieder von dann machen. Und ich nehme an, das ist der Grund, warum das hier... Komme ich so nicht auf. Na toll. Gut. Dann nicht. Dann doch wieder raus. Und weiter. Da ist die kaputte Autobahn. Ging die lang? Ah, da. Aber ich würde sagen, dann machen wir hier noch ein kurzes Päuschen, bevor wir uns weiterbegeben zu der Wasseraufbereitungsanlage oder was auch immer das dann ist. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und freue mich schon auf das nächste Mal und sage bis dahin. Ciao, ciao.